Versuche aus Amerika überführen und die Schule hier in Deutschland als Beifahrer. Du bist gut dran. Auf ein Ford Modell A, Baujahr 1928, Vierzylinder, 3288 Kubikzentimeter, 40 PS, damit bin ich euch gut gefahren. Die Stadt
1,2 Liter und 34 PS. Dieses Fahrzeug hatte ein Faltdach, was damals zu dieser Zeit eine Seltenheit war, vor allen Dingen ziemlich teuer. Und jetzt kommen wir die Startnummer 3 mit 2800 Kubikzentimeter und 160 PS. Nun haben wir die Startnummer 15, ein Porsche Typ 356C, Baujahr 94, 1600 Kubik und 75 PS. Gute Fahrt. Und am Steuer sitzt Ander Sibylle und Ander Wolf, Beifahrer. Gute Fahrt! Und die Stadt Baujahr 65. 40 Liter und 75 cm und 80 PS. Gefahren wird das Fahrzeug von Karl-Heinz Rudolf und der Horst A2-Fahrer. Dann haben wir hinten auch noch ein paar Sitze, die Damen durften auch mitfahren. Hier gibt es die Startnummer 18, ein Ford Mustang, Baujahr 66, 8 Zylinder, Hubraum 5 Liter, circa 300 PS. Gute Fahrt! Ein VW Käfer, 1300 Kubikzentimeter, Baujahr 66, 4 Zylinder und 1,3 Liter bei 40 PS. Und nun wünsche ich euch gute Fahrt. Bitte das Fahrzeug in der Startnummer 20. Die Startnummer 20, ein Fiat 600B, Baujahr 66, 4 Zylinder, 761 Kubik und 30 PS. Gute Fahrt! Hier fahren wir ein Austin-Heli Typ WJ8 MK3. Baujahr 66, 6 Zylinder, Hubraum 2912 Kubikzentimeter und 150 PS. Gute Fahrt! Nummer 22 ist zum Startpunkt. 600 Kubik und 85 PS. Dieses ist ein Fahrzeug, welches auch das erste Fahrzeug von der Schütte war. So, nun gute Fahrt! Baujahr 1963, Zylinder 6,
Hubraum 2817, würde ich sagen. 170 PS. Und nun gute Fahrt. Typ 911, Baujahr 1970, 6 Zylinder, 2,2 Liter und 125 PS. Gute Fahrt. Als nächstes haben wir die Startnummer 28, Baujahr 77, 78, 3000 Kubikzentimeter und 180 PS. Gute Fahrt. Hier die Startnummer 32, ein Mercedes. Hier haben wir ein Simca 1000 Spezial Rally. Baujahr 75, 4 Zylinder, Evelica und Kurt Matthias als Beifahrer. Ich wünsche euch gute Fahrt. Am Start die Startnummer 35, ein Mercedes-Benz, ja, 107. Sprich 280 Gazelle, Baujahr 82, Zylinder 6, Hubraum 2717 Kubikzentimeter und 185 PS. Recht gute Fahrt.